Mein Name ist Sebastian Alscher und ich bin Spitzenkandidat der Piratenpartei in Hessen. Die Themen, die mich besonders beschäftigen und für die ich besonders brenne, sind Digitalisierung und Netzpolitik auf der einen Seite und Gesellschaft auf der anderen Seite. Und ich kandidiere für den Bundestag, weil ich der Meinung bin, dass die Bundesrepublik ein demokratischer und sozialer Staat ist und alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Und ich das Gefühl habe, dass die Politiker, die heute Entscheidungen treffen, eben nicht immer die Meinung, das Interesse der Menschen, der Gesellschaft im Vordergrund stellen, sondern häufig eben andere. Und dass viele Entscheidungen einfach nur durch einen kurzfristigen Zeitraum von bis zu 4 Jahren getroffen sind und nicht nachhaltig eben für die Zukunft die Interessen unserer Gesellschaft in den Vordergrund stellen. Häufig verliert sich die Politik im Klein-Klein, im schnellen Lösen von Problemen, anstatt eben eine Vision, wo wir hinwollen, zu präsentieren und die auch zu verfolgen. Wenn ich im Bundestag bin, dann ist mir wichtig, eben diese Vision hereinzutragen und eben, dass wir nicht so viele Probleme in der Gegenwart, dass wir nicht so viel die Gegenwart verbessern zu Lasten der Zukunft, sondern eben uns mehr auch um die Zukunft kümmern. Und das vor allen Dingen, indem wir die Möglichkeiten und vor allen Dingen technischen Möglichkeiten einsetzen und nutzen, die wir heute haben, genauso wie den Erfindungsreichtum, um eben auf neue Lösungen und Ideen zu kommen und die zu unterstützen. Und dabei denke ich zum Beispiel an Themen wie die Energiepolitik, wo wir gute Lösungen heute schon umsetzen können, die uns den Problemen, denen wir uns stellen müssen als Gesellschaft wie dem Klimawandel, nach vorne bringen können. Dass wir zum Beispiel unsere Infrastruktur für Kommunikation nicht dadurch gefährden, indem wir einen Staatstrojaner beschließen, was dazu führt, dass viele unserer Computer plötzlich verschlüsselt werden können, weil eben Lücken im System bestehen. Dass wir die Technik nutzen, wo sie uns voranbringt, aber dass wir eben auch um die Risiken wissen, die dabei existieren. Ein anderes Thema ist beispielsweise im Gesundheitssystem, wo wir viele Probleme von Unterversorgung dadurch kompensieren können, indem wir telemedizinische Lösungen anbieten. Das halte ich für wichtige Themen und darum möchte ich mich im neuen Bundestag auf jeden Fall kümmern.